Sali zusammen, ganz oben steht Kopf und das wegen einem einzigen Mann. Der Marc Bischofberger, Silbermedaillengewinner beim Skicross. Marc, oben steht Kopf wegen dir. Wir sehen es jetzt gerade. Was ist da für ein Empfang? Ja, also unglaublich, dass so viele Leute da sind, nur wegen mir. Ja, da bedeutet mir extrem viel und ja, ich freue mich riesig und ich werde da Vollgas geniessen. Ja. Die Medaille, wo findet ihr nachher den Platz bei dir daheim? Da habe ich noch nicht entschieden. Ich denke, vielleicht irgendwo bei mir noch so ein altes Paar Ski aufgehängt. Und ich denke, dort zwischen den Schienen wäre es sicher ein tiptop Platz. Du bist 27, Marc. Jawohl, man sieht jetzt den grossen Applaus rundherum. Du bist 27, der Goldmedaillengewinner, der ist 31. Da bist du in 4 Jahren dann auch. Das ist eine klare Ansage, oder? Also in 4 Jahren musst du Gold holen. Ja, in 4 Jahren muss man wahrscheinlich wieder gleich viel zusammenstimmen wie damals. Und ja, da ist natürlich, da gehört so viel dazu, da darf man sich nicht verletzen, da muss man gut in Form sein. Und ja, ich sage, eben jetzt ist zum Beispiel schon wieder vor der Olympiade und jetzt fängt es schon wieder an, eigentlich auf die nächsten Spiele, eine Vorbereitung. Und, aber trotzdem, jetzt genieße ich mal einfach den Moment und ja, suche da alles in mich rein. Ganz kurze Frage noch, nachher lasse ich dich gleich springen. Ist ja ein gefährlicher Job, den du machst. Wie begründest du da eigentlich einmal gegenüber all deinen Liebsten, dass du da Skicrosser bist? Ja, ich finde einfach, wir sollten das machen, was man gerne macht. Und bei mir ist ja so viel Leidenschaft in dem Sport, oder ich habe so viel Leidenschaft für den Sport, ja, dass ich auch das Risiko halt ein Stück weit in Kauf nehme. Und ich probiere mich auch, wir probieren uns auch gut vorzubereiten, dass eben genau schwere Stürze und so, dass wir das vermeiden können. Und das Gefährliche ist unumstritten, aber es macht halt einfach Spass und darum so begründe ich das eigentlich. Jetzt lass dich feiern!